Herzlich willkommen zu dem Impulsvortrag heute. Wesentlichkeitsanalyse als Kernelement der CSRD und ihr Einsatz in der Gemeinwohlbilanz. Wir schauen uns heute an, wie weit wir das zusammenbekommen. Ein paar Worte hat Ali schon gesagt zu Matthias und mir, aber auch zur Good Balancer. Jetzt muss ich gucken, wie ich das hier hinbekomme. So. Ich glaube, das kann ich den meisten von euch ersparen. Das Softwareangebot, das wir haben, was ich euch gerne noch hier nochmal plakativ mitgeben möchte, ist das, was wir jetzt im Moment abbilden, ist die Gemeinwohlbilanz und das Nachhaltigkeitsmanagement in den ersten Schritten als Unterstützung von dem Prozess zwischen den Bilanzierungsprozessen. In 2 Wochen wird auch die Wesentlichkeitsanalyse, soll auch die Wesentlichkeitsanalyse für alle freigeschaltet werden. Und parallel dazu sind wir natürlich tief drin an der Erarbeitung der ISS und VSME. Das ist dann geplant für Ende Q1 nächsten Jahres, so dass man jetzt eben mit der Wesentlichkeitsanalyse für die berichtspflichtig werden, schon starten kann, identifizieren kann, welche Inhalte sind denn zu berichten und dann in die Berichtsvorbereitung schon einsteigen kann. So, da kommen wir aber gleich ein bisschen detaillierter drauf. Wir sind seit 2021 mit der Software unterwegs, durften ein paar Unternehmen schon begleiten. Ich glaube, ein paar habe ich auch hier schon im Raum gesehen von denen, die hier abgebildet sind und haben natürlich auch sehr viel Austausch mit den Organisationen. Wir arbeiten da sehr, sehr eng auch mit den Beraterinnen und den Organisationen zusammen, so dass wir natürlich auch viel lernen daraus, was die Unternehmen und Beraterinnen brauchen, aber auch was die Sorgen und Anforderungen sind, was zum Beispiel auch die Wesentlichkeitsanalyse angeht. So. Was machen wir heute? Ich würde gerne mit euch anschauen, warum überhaupt eine Wesentlichkeitsanalyse sinnvoll sein kann oder was die Gründe dafür sind, warum man eine Wesentlichkeitsanalyse durchführt. Wie geht man da dran? Also welche Methoden und Konzepte gibt es dafür, auch im Rahmen der CSRD? Wie kann die Wesentlichkeitsanalyse im Rahmen der Gemeinwohlbilanz eingebunden werden? Und so ein kleines Fazit am Ende würde ich auch noch versuchen zu ziehen. Dann starten wir direkt damit, warum überhaupt eine Wesentlichkeitsanalyse? Grundsätzlich ist die Wesentlichkeitsanalyse mal ein Priorisierungsinstrument, vor allem vor dem Hintergrund, dass nicht alle Unternehmen unendliche Ressourcen, unendlich Zeit und unendlich Budget haben und unendlich Mitarbeiterkapazitäten. Deswegen geht es oft darum, erstmal zu analysieren, welche Themen sind für das Unternehmen besonders wichtig, um dann sowohl für die Berichtspflicht oder Berichtsstandard, den man anwendet, wie die Gemeinwohlbilanz, aber auch für die Tätigkeiten und Aktivitäten des Unternehmens fokussiert daran arbeiten zu können. Denn viele von euch, die schon eine Gemeinwohlbilanz gemacht haben, wissen, da kommen sehr, sehr viele Verbesserungspotenziale zusammen, bei denen es fast unmöglich ist, alle davon einfach in einem Jahr abzuarbeiten. Und da geht es dann darum zu schauen, wo fokussiert man sich denn. Jetzt ist die Frage, welche Funktion erfüllt denn so eine Wesentlichkeitsanalyse? Da würde ich gerne ein bisschen detaillierter reingehen. Das eine ist ein Filtermechanismus. Das heißt, mit der Wesentlichkeitsanalyse kann ich zu Beginn mal identifizieren, welche Themen sind für mich besonders wichtig und was davon möchte ich während der Berichterstellung fokussieren und was möchte ich während für die Organisationsentwicklung, also im Nachhaltigkeitsmanagement, mit einem besonderen Fokus angehen. Das zweite ist ein Effizienzgewinn, wenn man das so ma sagen mag. Ich komme nachher bei der Verbindung zur GWÖ noch mal ein bisschen genauer drauf. Bei der CSRD ist es so, dass die Wesentlichkeitsanalyse einen Rahmen bietet, was zu berichten ist und was nicht zu berichten ist. Das heißt, nicht wesentliche Themen sind auch nicht zu berichten. So kann man sich dann am Anfang schon mal ein bisschen strukturiert die Themen rausfiltern, die man berichten wird und auch nur sich um die fokussiert kümmern und nicht alle Daten durch die gesamte CSRD hindurch sammeln. Das schafft natürlich freie Kapazitäten beziehungsweise etwas weniger Aufwand. Bei der Gemeinwohlbilanz ist das nicht so möglich und auch gewollt. Da kommen wir aber nachher bei dem Gemeinwohlverbindung nochmal drauf. Ein dritter Punkt für die Wesentlichkeitsanalyse, für die Durchführung ist das Risikomanagement. Wenn man sich jetzt die CSRD anguckt, dann wird dort sehr klar in der Wesentlichkeitsanalyse als Methodik, kommen wir gleich im Detail nochmal drauf, gefragt,
welche Risiken, Chancen und Auswirkungen hat denn das Unternehmen? Das heißt, wenn ein Unternehmen noch kein Risikomanagement hat oder die Organisation, dann ist das auch ein Instrument, um die Risiken für die Organisation überhaupt identifizieren zu können. Die Wesentlichkeitsanalyse ist auch ein Reflexionsprozess. Das heißt, sie bietet einem die Möglichkeit, blinde Flecken aufzudecken und Transparenz zu gewinnen. Das geht natürlich nur dann, wenn man wirklich mit Stakeholdern zusammen die Wesentlichkeitsanalyse macht, also auch von außen sich Informationen holt und nicht nur von innen heraus die betrachtet, die man haben will, und kann aber das auch transparent nach außen kommunizieren. Und natürlich bei der CSRD selber, also spezifisch für die ISS, kommen wir gleich auch nochmal kurz drauf, ist die Durchführungspflicht ein Thema. Die Wesentlichkeitsanalyse muss gemacht werden für die im Rahmen der ISS zumindest. Die Durchführungspflicht kann also tatsächlich vorliegen oder sie kann erwartet werden. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die GWÖ das vielleicht irgendwann einführen wird für sich oder der freiwillige Berichtsstandard das verlangen wird, dann ist das mal zumindest die erwartete Durchführungspflicht und auch ein Grund, warum man überhaupt sich mit der Wesentlichkeitsanalyse beschäftigt. Und dann ist die Frage, wie geht man denn da dran? Was für Methoden gibt es dafür? Vielleicht nochmal zum Kontext dazu. Die Wesentlichkeitsanalyse wird oft verwendet als so ein feststehender Begriff mit der Erwartung, dass allen klar ist, was denn da zu tun ist. Das ist kein feststehender Begriff. Es gibt sehr viele Definitionen, es gibt sehr viele Varianten der Art und Weise, wie man sie durchführt. Ich nehme gleich ein paar auseinander, da wird es deutlicher. Aber es ist nicht so, dass es die Wesentlichkeitsanalyse, TM, gibt. Es gibt auch keine einheitlich definierte Methodik. Es gibt bestimmte Ansätze, der GRI zum Beispiel, die Global Reporting Initiative, führt als Berichtsstandard hat definiert, wie dort die Wesentlichkeitsanalyse zu sein hat, wie man die durchführt. Die ESRS haben das definiert, aber auch die beiden Sachen, obwohl die inhaltlich sehr stark aneinander gekoppelt sind, weichen voneinander ab in den Anforderungen an das Vorgehen. Insofern gibt es weder eine klare Methodik, die für alle gilt, noch oder die alle gemeinsam zugrunde legen, noch, wie bei der Finanzberichterstattung, noch gibt es eine eindeutige Darstellung der Ergebnisse. Und alle von euch kennen wahrscheinlich irgendeine Art von Matrix für die Darstellung der Wesentlichkeitsanalyse. Und das Spannende ist dann, wenn man auf die Achsen guckt, was wird denn dort überhaupt angezeigt? Weil, wenn man sich diese Matrizen so anschaut, dann ist es immer irgendwelche Achsen mit irgendwelchen Themen drauf. Aber das Spannende ist, was steht auf den Achsen drauf und was steht dahinter, wie man dahin gekommen ist zu diesen Themen. Ich würde gerne ein paar Varianten mit euch durchgehen. Das eine ist die einfache Wesentlichkeitsanalyse. Das zweite ist die doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Das dritte ist die doppelte Wesentlichkeitsanalyse nach ESRS. Drei unterschiedliche Sachen. Mittlerweile gibt es auch den Ansatz der dreifachen Wesentlichkeit, also Context-Based Materiality. Da geht es um die Einbeziehung. Ich kürze es mal ab. Ich würde jetzt für den Vortrag heute nicht so sehr darauf eingehen, höchstens nachher in den Fragen. Ist aber ein sehr, sehr spannender Ansatz, der sich auch zu betrachten lohnt. Aber im Moment hört es in der Diskussion an den meisten Stellen bei der doppelten Wesentlichkeitsanalyse nach ESRS auf. Und das ist so die größte Ausbaustufe, die im Moment angewendet wird. Damit man die Wesentlichkeitsanalyse grundsätzlich als Methodik versteht, muss man die zwei Perspektiven betrachten. Das eine ist die Perspektive outside in, also was wirkt auf das Unternehmen, also Auswirkungen von anderen auf uns als Unternehmen. Und hier wird üblicherweise das finanzielle Geschäftsergebnis betrachtet. Also die Wirkung von außen wird übersetzt in Auswirkungen für mich im Unternehmen auf meine finanzielle Situation. Die Frage, die hier zugrunde liegt, ist, welche Themen beeinflussen die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und damit auch das finanzielle Geschäftsergebnis. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive, und die werden uns gleich noch mal öfter begegnen, deswegen gehe ich hier ein bisschen detaillierter drauf ein, ist die Inside-Out-Perspektive. Bei der Inside-Out-Perspektive geht es darum, welche Auswirkungen ich als Organisation nach außen auf andere habe. Und das kann die Umwelt sein, das können einzelne Stakeholder sein, und das geht darum, welche Auswirkungen bringe ich.
Da geht es nicht mehr um das finanzielle Geschäftsergebnis. Das ist nicht mehr im Fokus, sondern da geht es vor allem darum, welchen Impact habe ich. Und der kann sowohl positiv als auch negativ sein. Frage hier, die zugrunde liegt, ist, in welchen Themen beeinflusst die Geschäftstätigkeit unserer Organisation die Außenwelt? Und jetzt auf der Grundlage gehen wir in die verschiedenen Wesentlichkeitsanalysetypen rein. Die einfache Wesentlichkeitsanalyse betrachtet immer nur eine Perspektive. Deswegen nicht doppelt, doppelt werden beide, sondern einfach immer nur eine davon. Häufig ist das die Outside-In-Perspektive, also was wirkt von außen auf mein Unternehmen und auf den Geschäftserfolg. Es gibt auch andere Ansätze, beispielsweise der GRI in seiner 2021er-Version legt auch eine Wesentlichkeitsanalyse zugrunde, fragt aber genau an, umgekehrt von Inside Out, also welche Auswirkungen habe ich, weil die Idee dahinter ist, dass die finanziellen Auswirkungen schon in dem Finanzbericht deutlich gemacht werden und mit einfließen. Das sind alleine da schon unterschiedliche Sichtweisen darauf, was eine Wesentlichkeitsanalyse eigentlich sein kann. Da es hier keine klare Methodik gibt, gibt es auch keine vorgegebenen Themen, die man betrachtet. Das heißt, jedes Unternehmen analysiert die Themen für sich, was dazu führt, dass es sehr wenig Vergleichbarkeit auch zwischen den einzelnen Organisationen und zwischen den Ergebnissen der Wesentlichkeitsanalysen gibt. Es gibt keine eindeutigen Vorgaben für den Ermittlungsprozess. Also wie komme ich denn dahin zu verstehen, welches Thema habe ich überhaupt, also welche Themen habe ich überhaupt und welche davon sind wesentlich? Und also sowohl für den Prozess als auch zur Bewertung der Wesentlichkeit. Und da gibt es auf einer Skala sehr, sehr viele verschiedene Ansätze von, es ist mein Bauchgefühl, ich überspitze hier ein bisschen, aber wir gehen die Themen durch in einem Management-Workshop und kleben Punkte und sagen, das und das und das sind wesentliche Themen für uns. Schon gesehen. Bis hin zu einem ESS-ähnlichen Ansatz, wo zumindest der GRI 2021 in die Richtung geht, so ein bisschen das Vorgaben schon zu machen für Ermittlung und Bewertung. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Versionen in dieser Bandbreite. Und am Ende kommt sowas hierbei raus, eine Matrix, die ihr bestimmt schon mal an vielen Stellen gesehen habt. Und oft steht bei dieser Matrix auf der unteren Achse Auswirkungen für das Geschäft, also für die Organisation, und Auswirkungen aus Sicht der Stakeholder. Und da muss man sich sehr, sehr bewusst machen, Auswirkungen aus Sicht der Stakeholder ist immer noch die Betrachtung, was glauben Stakeholder, was für meine Organisation wichtig ist. Wenn da ein Stakeholder dabei ist, der sagt, ah, ihr müsstet aber auch die Umwelt mit betrachten, weil ihr etwas produziert, was umweltschädlich ist, dann ist das möglich, dass das hier auftaucht. Wenn kein Stakeholder dabei ist, der das mit reinbringt, dann kommt das nicht vor. Warum sage ich das? Oft wird hier auf dieser Achse diese Inside-Out, also was ist quasi von uns relevant für Stakeholder, verwechselt damit, was eigentlich hier abgebildet ist, nämlich was glauben Stakeholder, was für das Geschäftsergebnis von uns relevant ist. Das heißt, hier bin ich, auch wenn das nach zwei Achsen, also wenn es zwei Achsen sind und das nach irgendwie doppelt aussieht, bin ich hier immer noch in der einfachen Wesentlichkeitsanalyse, die oft nur auf das Geschäftsergebnis zielt. Und die Wesentlichkeitsanalysen, die es bisher, ich würde mal sagen, die man so bis vor einem Jahr im Internet gefunden hat, sind vor allem diese hier, auch in den Geschäftsberichten. Wenn man danach googelt, einfach aufpassen, ist es die, sehe ich mir gerade die Wesentlichkeitsanalyse irgendeiner Art an oder sehe ich mir die Wesentlichkeitsanalyse nach CSRD an, wenn es mir darum geht, zu verstehen, was schreiben andere Leute dazu, wie man mit den ESS umgeht. So viel mal für die einfache Wesentlichkeitsanalyse. Ich glaube, wir können dann auch gleich noch mal ein bisschen detaillierter reingehen in den Fragen, wenn es da Fragen gibt. Bei der doppelten Wesentlichkeitsanalyse werden beide Perspektiven betrachtet. Das heißt, man guckt sich einmal an, was ist outside-in relevant und was ist inside-out relevant. Und oft wird dann nach Wesentlichkeit nur das bewertet, was sich überschneidet. Also wo gesagt wird, das Thema ist sowohl inside-out als auch outside-in wichtig. Ist aber auch keine, da gibt es auch keine klaren Vorgaben, weder zu den Themen noch zum Ermittlungsprozess noch zur Bewertung. Also das ist das, wie es üblich gemacht wird, aber es gibt nicht diesen einen Weg, dieses eine Vorgehen.
Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse nach dem ISRF geht da noch einen Schritt weiter. Zum einen sagt sie, beide Perspektiven betrachten, sowohl outside in als auch inside out. Dann sagt sie, die Wesentlichkeit einer Perspektive ist ausreichend. Also, das heißt, wenn ein Thema nur inside out relevant ist, also weil ich Auswirkungen, schädliche Auswirkungen auf meine Außenwelt habe, dann reicht das schon, damit das Thema wesentlich wird. Es muss nicht auch noch umgekehrt wesentlich werden, nicht auch noch outside in problematisch sein. Es gibt eine klar vorgegebene Liste von den in den ESS, die Nachhaltigkeitsaspekte, also Themen, Unterthemen und Unterunterthemen, klar strukturiert und aufzeigt. Es wird aber auch zusätzlich dazu noch erwartet, dass Unternehmen spezifische Themen einbringen, dazu nehmen in diese Betrachtung, wenn es welche gibt. Aber es gibt wie so eine gemeinsame Basis mit vielen Themen, die da zu betrachten sind. Das heißt, es wird nicht einer sagen, Arbeitskräfte sind für mich relevant und der andere Mitarbeitende, und dann kann ich schon nicht mehr gut vergleichen, wie die Unternehmen das betrachten. Die ESRS machen klare Vorgaben zu dem Ermittlungsprozess, und zwar sagen sie, die Themen, die am Ende wesentlich werden, sind nicht unmittelbar zu ermitteln. Also ich kann nicht alle Themen durchgehen und einfach sagen, das Thema ist wesentlich, das Thema ist nicht wesentlich, sondern die Wesentlichkeit von einzelnen Themen wird ermittelt über sogenannte IROs. Und da kommen wir wieder gleich zurück zu den Outside-In- und Inside-Out-Perspektive. In der Outside-In-Perspektive werden Risiken und Chancen betrachtet, also die Risks und Opportunities, der hintere Teil aus den IROs. Und in der Outside-In-Betrachtung werden negative und positive Auswirkungen, also Impacts, betrachten. Das ist das I in den IROs. Das heißt, man schaut sich zuerst als Organisation an, welche Auswirkungen, Chancen und Risiken habe ich als Organisation, bewertet sie dann, komme ich gleich nochmal drauf, und leitet daraus dann erst die wesentlichen Themen ab. Und es gibt eben auch Vorgaben zur Bewertung der IROs und damit auch dazu, was wesentlich wird oder nicht. Jetzt muss man es ein bisschen in den Kontext setzen oder einschränken. Die ESRS machen Vorgaben dazu, anhand von welchen Kriterien man grob bewerten muss. Die ESRS sagen aber nicht, ihr müsst diese Berechnungsformel zugrunde legen oder ihr müsst diese Schwellenwerte anlegen. Das heißt, Unternehmen können da selber entscheiden, wo sie die Schwellenwerte setzen und ab welchem Punkt tatsächlich etwas wesentlich ist. Das heißt, wenn ich ein Risiko habe, beispielsweise, dass global sich global auswirkt und irreversibel ist, wenn es eintritt, ich kann es sein, dass ich als Unternehmen sage, das ist aber für mich trotzdem nicht wesentlich, weil meine Schwellenwerte so weit unten nach oben gesetzt sind, dass das trotzdem nicht mit reinfällt. Die Unternehmen haben da relativ viel Spielraum. Man kann sich darüber streiten, wie viel man hier hätte mehr an Vorgaben geben können. Aber es ist zumindest mehr vorgegeben für die Ermittlung und Bewertung, als es bisher auch in den GRI oder in anderen Standards der Fall war. Und der Prozess und das Ergebnis werden von der Wirtschaftsprüfung so mal vorgesehen, geprüft werden. Also von irgendwem wird es geprüft werden. Im Moment ist vorgesehen, dass nur die Wirtschaftsprüfer das prüfen dürfen, als Teil des Lageberichtes. Und zwar in den ersten Jahren als Limited Assurance. Das bedeutet, dass da wird auf Plausibilität im Wesentlichen geprüft, nicht darauf, ob das jetzt bis ins letzte Detail so stimmt, aber es wird geprüft, wie der Prozess gewesen ist. Also wurde die Wesentlichkeitsanalyse tatsächlich nach dieser ROs ermitteln, bewerten und daraus Themen ableiten, wurde diese Logik zugrunde gelegt, und es wird geprüft, ob das Ergebnis zumindest plausibel ist. So, jetzt sind hier vielleicht im Raum ein paar Menschen, die sich mit dem freiwilligen Standard der EU schon mal beschäftigt haben, die nicht berichtspflichtig nach den ESRS werden, die aber trotzdem sich mit dem VSME beschäftigen, also mit dem freiwilligen Berichtsstandard für kleinere Unternehmen.
Kurzer Einschub dazu, weil die Frage ist ja berechtigt, gibt es, ist in dem Rahmen der EU entsteht das, gibt es dort auch eine Wesentlichkeitsanalyse und wenn ja, in welcher Form? Kann man so zu 100% im Moment nicht sagen. Bis zum 12.9. war die Wesentlichkeitsanalyse in einer abgeschwächteren Form noch Teil der VSME, ist sie im Moment wohl nicht mehr. Am 12.9. gab es einen Antrag, die Wesentlichkeitsanalyse ganz rauszunehmen. Das wird jetzt besprochen und es sieht so aus, als würde sie ganz entfallen. Zumal auch nicht klar war, ob sie irgendwie Auswirkungen auf den Berichtsumfang haben wird, bei dem freiwilligen Standard. Das ist im Moment noch alles sehr unklar und in der Mache. Die offizielle verlässliche Veröffentlichung ist geplant für den 20.12. Ab dem Moment kann man dann auch klarer sagen, wird das drin sein oder nicht. Im Moment sieht es so aus, als wird die Wesentlichkeitsanalyse da komplett rausfliegen. Ich mache mal weiter. Ich sehe gerade, dass schon Fragen im Chat sind. Wenn Ali, wenn da irgendwas ist, worauf ich jetzt spontan eingehen soll, sag Bescheid. So, jetzt haben wir ein bisschen die Varianten auseinandergenommen. Mir ist total klar, dass wir jetzt nicht super tief in die Wesentlichkeitsanalyse nach den ESS eingegangen sind. Das schaffe ich nicht in 20 Minuten. Das schaffe ich wahrscheinlich in einer Stunde. Dafür machen wir demnächst auch nochmal eine Veranstaltung, wo wir da tiefer als Webinar tiefer reingehen, im Rahmen von Good Balancer. Aber also herzlich willkommen, aber das kriegen wir hier in der Tiefe, glaube ich, jetzt nicht durch. Was ich aber gerne mit euch noch anschauen würde, ist, wie ist denn die Verknüpfung zur Gemeinwohlbilanz? Und da vielleicht so als Disclaimer. Das ist eine persönliche Analyse und unsere Einschätzung. Also nicht meine persönliche, aber von uns als Team. Ich bin im Austausch mit der Gemeinwohlökonomie und habe letzte Woche noch mit dem Matrix-Entwicklungsteam gesprochen. Es gibt im Moment, von dem, was ich erfahren konnte, gibt es noch zu wenig klare Aussagen, so dass man sagen könnte, das wird das sein, wie sich die Gemeinwohlbilanz in Richtung Wesentlichkeitsanalyse entwickelt oder nicht. Das ist auch für die Gemeinwohlökonomie und fürs Matrix-Entwicklungsteam wird's schon sehr, sehr lange diskutiert. Also ich glaube, als wir 2021 oder 2020 gestartet haben, war das Thema schon als Filtermechanismus in der Diskussion. Es ist aber im Moment nicht klarer als bisher und die CSRD bringt jetzt aber natürlich neue Anforderungen mit da rein, und neue Möglichkeiten, das auch zu verknüpfen. Das heißt, das, was ich hier erzähle, folgenden ist kein finaler Stand. Es ist unsere Einschätzung und Analyse, und wer sich einbringen möchte, total gerne. Wir werden das auch noch detaillierter natürlich auch im Rahmen von Good Balancer weiterentwickeln. Insofern, wer sich einbringen will, der kann das sehr gerne auch beim Matrix-Entwicklungsteam mit Sicherheit tun oder auch auf uns zukommen, wenn ihr da Lust auf einen Austausch habt. Das vielleicht so als klar vorab, damit ihr das auch richtig einordnen könnt. Das heißt, ich spreche hier nicht im Namen des Matrix-Entwicklungsteams so. Ich habe es versucht, mal ein bisschen aufzuteilen, um zu verstehen, wo kann es was nutzen. Die erste Frage, die sich stellt, ist, kann man denn überhaupt eine Gemeinwohlbilanz mit einer Wesentlichkeitsanalyse verknüpfen? Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, darf man das denn überhaupt? Also spricht da irgendwas gegen? Und unser Verständnis ist, es spricht nichts dagegen. Der Gemeinwohlbilanz ist es eigentlich relativ egal, was man vorher an Wesentlichkeitsanalyse gemacht hat. Nur, es gibt einen eindeutigen Unterschied zwischen der Gemeinwohlbilanz und den ESRS. Bei den ESRS ermöglicht die oder wird die Wesentlichkeitsanalyse auch benötigt, um den Berichtsscope zu reduzieren. Das heißt, nach der Wesentlichkeitsanalyse kann ich die nicht wesentlichen Themen nicht berichten. Das ist okay. Bei der GWÖ geht das Stand heute nicht. Und auch für die 5.1-Version gibt es einen vorgeschalteten Absatz, der das den Report-or-Explain-Ansatz zusammenfasst, nämlich wenn Themen nicht berichtet werden, wenn zu bestimmten Themen oder Aspekten nichts geantwortet wird, dann muss man erklären, warum man dazu nichts antwortet. Das heißt, es gibt quasi, man kriegt den Scope nicht komplett reduziert und es wird
Ich glaube, mindestens einen Auditor habe ich hier in der Runde vorhin gesehen. Also von dem, was ich jetzt bisher gehört habe, fragen die Auditoren auch nach, wenn bestimmte Dinge nicht einfach ausgelassen werden oder nicht berichtet werden. Das heißt, da muss man etwas dazu sagen und wahrscheinlich ist für uns nicht wesentlich, sondern man muss erklären, warum nicht. Also auch warum nicht wesentlich. Die andere Frage ist aber, was passiert denn, wenn ich schon eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse nach ESRS gemacht habe, weil ich berichtspflichtig werde als Organisation? Kann ich das dann anwenden? Und auch da, ja, kann man. Ich komme gleich noch mal kurz drauf, wie man das machen kann. Also das ermöglicht einem, den Bericht ein bisschen fokussierter zu schreiben. Aber wie gesagt, erklären, warum man bestimmte Sachen nicht berichtet, muss man trotzdem auch, wenn man sagen würde, die Wesentlichkeitsanalyse hat ergeben, dass es für uns nicht wesentlich ist. Die andere Frage, die sich hier stellt, ist, braucht man denn überhaupt eine Wesentlichkeitsanalyse für die Gemeinwohlbilanzierung? Und eigentlich nicht, denn, wie gesagt, diese Filterfunktion ist nicht in diesem Maß gegeben. Das ist keine Absolutaussage. Also man kann sich die Arbeit ein bisschen einfacher machen, ein bisschen fokussieren, aber nicht in dem Ausmaß wie bei den ESRS, dass Themen dadurch ganz weggelassen werden können. Es gibt eine implizite, ich sag mal rudimentäre Wesentlichkeitsbetrachtung in der automatischen Gewichtung bei der Punktebewertung im Bilanzrechner. Also wer schon mal eine Gemeinwohlbilanz gemacht hat und den Excel-Rechner dafür befüllt oder eingereicht hat, dort gibt es die Selbsteinschätzung. Diese Selbsteinschätzungen werden gewichtet auf Basis von beispielsweise Ländern, in denen die Lieferanten tätig sind. Das ist aber keine oft mal, also ich sage rudimentär, weil diese Gewichtung weniger von den eigenen Tätigkeiten des Unternehmens und dem Impact daraus abhängt, sondern eher von den Rahmenbedingungen, also beispielsweise Lieferantinnen. Hilft, aber es ist eine Art von Wesentlichkeitsbetrachtung, weil diese Gewichtung natürlich sagt, bestimmte Dinge sind wichtiger und andere Dinge sind weniger wichtig. Und ich glaube, was man oft unterschätzt, ist der Reflexionsprozess, der durch die Wesentlichkeitsanalyse überhaupt zustande kommt. Also dadurch, dass man das ganze Unternehmen durchleuchtet, also auch die Wertschöpfungskette durchleuchtet, die Geschäftsstrategie, die eigenen Verwaltungsräte und so weiter und sich überlegt, welche Themen sind sowohl von außen als auch von innen relevant. Das, was den Kern der Gemeinwohlbilanz ausmacht, das löst die Gemeinwohlbilanz schon über die Berichtsfragen. Das heißt, dort gibt es eine sehr starke Kopplung. Die Methodik, um dahin zu kommen, ist eine andere. Aber diese Art, das Unternehmen so zu durchleuchten, dass man Risiken, Chancen und Auswirkungen erfasst, ist Kern der Berichtsfragen in der Gemeinwohlbilanz. Auch wenn die Fragestellungen einfach ein bisschen anders sind. Aber das Ergebnis daraus, diese Reflexion über das Unternehmen, ist das gleiche. Jetzt stellt sich trotzdem die Frage, aber ich will aber, und da bin ich gleich gespannt auf die Diskussion. Vielleicht kommen da ja auch noch Themen auf, die ich jetzt bisher übersehe, warum man überhaupt eine Wesentlichkeitsanalyse freiwillig machen will. Aber ich würde trotzdem gerne den Punkt schon mal aufnehmen, sollte man das machen. Ich glaube, ob und nach welcher Methode, also in diesen Varianten einfache, doppelte, in der Ausprägung der ESRS, vielleicht auch Triple Materiality, wie man das machen möchte, hängt von dem eigenen Ziel und von dem Anspruchsniveau ab. Also was möchte ich damit erreichen? Möchte ich für mich ein bisschen eine Übersicht haben, wo ich mich in dem Berichtsprozess stärker darauf fokussieren möchte und wo ich vielleicht mehr Energie einsetzen möchte, um da detaillierter die Sachen zu beschreiben? Oder möchte ich die ESRS-Wesentlichkeitsanalyse üben, beispielsweise in der Form? Das können Varianten sein, warum man das macht, aber ob und wie man das macht, hängt sehr stark davon ab, wo man eigentlich damit hin will. Deswegen unbedingt individuell prüfen, welche Variante und welcher Aufwand, der dahinter steht, gerechtfertigt ist, weil natürlich von oben nach unten gesehen, also einfache doppelte Wesentlichkeitsanalyse nach ESRS, steigt der Aufwand mit jedem Schritt, den man da macht.
Und bei den ESLs ist es entsprechend hoher Aufwand. Es kann sich lohnen. Unserer Einschätzung nach ist aber, wenn man sich mit den Berichtsfragen so ordentlich auseinandersetzt, gehen die Berichtsfragen fast weiter, weil sie detaillierter nachfragen, wie es um das Unternehmen steht. Sie fragen dann am Ende nicht nach den einzelnen Auswirkungen, Risiken und Chancen, aber das, was in den Berichtsfragen eigentlich abgefragt wird, geht in die gleiche Richtung und geht fast tiefer als das, was man, wenn man die Wesentlichkeitsanalyse nach ESL oberflächlich machen würde. Auch da gibt es ja Spielräume, wenn man das so angeht. Also, das heißt, man gewinnt etwas Effizienz, vor allem nicht so sehr im Bericht, sondern ich glaube vor allem nachher in der Organisationsentwicklung, wenn es darum geht, welche Themen will ich denn fokussieren, und an welchen Themen wollen wir zwischen den Berichten besonders stark arbeiten, also eher auf einer strategischen Ebene. Dafür lohnt sich eine Wesentlichkeitsanalyse auch in der GWÖ. Man hat eine Art Risikomanagement aufgebaut. Wenn man das bisher noch nicht in der Organisation noch nicht hat, ist das ein guter Schritt dahin. Man schafft es aber nicht, den Berichtsscope wesentlich zu reduzieren. Und dieser Reflexionsprozess setzt nicht einfach nur durch die Wesentlichkeitsanalyse vorgeschaltet in die Gemeinwohlbilanz ein, weil die Gemeinwohlbilanz an sich schon einen wesentlichen Beitrag zur Reflexion über das Unternehmen mit sich bringt. Wie kann man das machen? Jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken. Es gibt zwei Szenarien, die ich kurz skizzieren will. Das eine ist, man hat schon Ergebnisse aus den ESS. Dann gibt es zwei Ansätze. Das eine ist, es gibt eine Möglichkeit, die ESS-Themen mit den Gemeinwohlbilanz-Themen zu matchen und dadurch zu identifizieren, welche Themen sind denn in der GWÖ relevant. Das ist natürlich etwas, was wir auch im Good Balancer abbilden möchten, jetzt noch nicht in 2 Wochen, aber im nächsten Schritt. Und das gibt wieder, also so kann man die Ergebnisse quasi übernehmen in die Gemeinwohlbilanz. Und auf der anderen Seite kann man die Ergebnisse aus den IROs auch für die Analyse der Berichtsfragen verwenden. Man wird nicht die IROs, also Auswirkungen, Chancen und Risiken, in die Berichtsfragen reinschreiben. So eng gekoppelt sind sie nicht. Aber die Inhalte daraus kann man gut miteinander verknüpfen. Übrigens auch umgekehrt. Wenn eine freiwillige Wesentlichkeitsanalyse geplant ist, dann unbedingt Ziel definieren, passende Methode und die passende Methodik auswählen. So. Jetzt einmal kurz zusammengefasst. Es gibt nicht die Wesentlichkeitsanalyse. Die ESS sind in sich ein Berichtsformat, was einen Reflexionsprozess vorne dran vorweg schaltet. Die Gemeinwohlbilanz ist ein Reflexionsprozess in sich, was die Wesentlichkeitsanalyse in dieser Form etwas weniger notwendig macht. Und für einen sinnvollen freiwilligen Einsatz des Werkzeugs Wesentlichkeitsanalyse, in welcher Form die dann auch immer aussieht, ist es sinnvoll, sich vorab das Ziel und den vertretbaren Aufwand dafür für die Organisation auch einmal bewusst zu machen, wenn man das macht. So. Und jetzt freue ich mich sehr auf den Austausch mit euch und eure Fragen und eure Kommentare.